Ja, Leute, grüßt euch. Hier spricht Ouroboros und unser heutiges Thema lautet wieder mal, es geht um die flache Erde, Leute. Jetzt werden einige sagen, nicht schon wieder flache Erde, um was geht's denn heute wieder? Heute, Leute, geht es darum, ich will euch einfach mal zeigen, dass diese flache Erde nicht einfach so eine Erfindung bzw. Blödsinn ist, sondern es ist eine richtige, groß angelegte Kosmologie, was dahinter steht, Leute. Also ganz einfach ausgedrückt, wir leben auf einer Art Scheibenwelt, das heißt ein kreisrundes Gebilde mit einem Kuppel drauf. Und darüber sind andere Welten genauso aussehend wie unser Scheibenwelt, Leute. Ne? Es ist aufgebaut wie so eine Art Pyramidensystem, das heißt, der unterste Scheibe, sagen wir mal so, ist der größte und je höher das geht, und werden die Welten kleiner. Das ist so eine Art wie ein Tannenbaum, kann man sich das vorstellen, das heißt groß und danach werden die Dinge immer kleiner. Und diese Kosmologie, Leute, haben die alten Kulturen, die wussten davon, von wem auch immer. Das ist ja die Frage, woher wussten die, wie diese Kosmologie der flachen Erde aufgebaut ist? Ihr kennt ja sozusagen auch die ganzen Geschichten über den Baum des Lebens. Dieses Baum des Lebens, Leute, symbolisiert nichts anderes als die Scheibenwelten, wo verschiedene Kulturen, wo verschiedene Rassen untereinander leben. Das heißt, es besteht durchaus Möglichkeiten, dass man auch zu den anderen Scheibenwelten hingelangen kann. Nur das Problem, so wie die alten Schriften beschreiben, gibt es so eine Art Torwächter. Das heißt, es ist verboten, zu den anderen Welten sich zu begeben. Und wir sehen ja gerade das Bild hier, das mittlere sozusagen, das Baum hier, diese Baumstumpf beziehungsweise dem Baum ist ja nichts anderes als der Baum des Lebens, an dem die Scheibenwelten dran gebaut sind, sagen wir mal so ein bisschen modern ausgedrückt, weil und je höher das geht, desto, ja, wie soll man sagen, desto mehr hohes Wissen an höherer Zivilisation leben dort. Das hört sich ja total jetzt ein bisschen schwachsinnig an. Nein, Leute, die Kosmologie allgemein bezieht sich auf diesen Weltenbaum. Und unter diesem Weltenbaum sind diese ganzen Scheibenwelten untereinander aufgereiht. Und darüber ist sozusagen der Kuppel allgemein schützt die ganzen Welten darunter, Leute. Man muss sich das mal so vorstellen. Ihr seht da sozusagen verschiedene Bilder, kann ich euch mal zeigen, Leute. Zum Beispiel hier seht ihr auch den Baum des Lebens mit den verschiedenen Orten, das heißt mit den verschiedenen Scheibenwelten. Und damals haben die Leute damals geglaubt an sowas. Nicht nur geglaubt, sie wussten, wie die Welt aufgebaut war, Leute. Diese Kosmologie der flachen Erde hört sich erstmal kompliziert an, aber ist das nicht, Leute. Ich will euch gleich mal ein kleines Video zeigen. Das ist von dem Kanal Zuversicht. Also sehr gut. Ihr müsst euch mal, wenn dieses Video euch angeguckt habt, könnt ihr euch mal den Kanal besuchen von die Zuversicht. Also ich muss ehrlich sagen, total, total interessant, was der Mann da einiges da erklärt hat. Aber wir wollen uns erstmal diesen Video mal anschauen. Es geht darum, um den Weltenbaum, um den Baum des Lebens. Und diese Kosmologie, Leute, ist eher dran, eher wahrhaftig richtiger als das, was die Leute uns heutzutage was vormachen wollen mit irgendwelchen anderen Planeten, mit irgendwelchen Außerirdischen, die Milliarden von Lichtjahren angeblich hier entfernt sein könnten. Aber vielleicht sind diese anderen Rassen, anderen Bewohner viel, viel näher, als wir uns vorstellen können, Leute. So, ich wünsche euch viel Spaß. Wir schauen uns erstmal das Video an von die Zuversicht. Also Hammer gemacht und vielleicht versteht ihr das mehr, wenn ihr dieses Video anschaut. Viel Spaß, Systemen und religiösen Mythen wird Bäumen eine besondere Bedeutung zugesprochen. Sie fungieren als symbolische Darstellungsebenen, Zeichen von Fruchtbarkeit und Leben und werden in ihrer Bedeutung vor allem aufgrund ihrer Zwischenstellung zwischen Himmelreich und Erdreich
oft auf symbolische Art und Weise ausgelegt. Während der bekannteste Baum im biblisch-religiösen Bereich der Baum der Erkenntnis ist, sieht auch die Tradition der nordisch-germanischen Mythologie einen bedeutsamen Baum im Mittelpunkt ihres Weltbildes, Yggdrasil, die Weltenesche. Die Vorstellung eines Weltenbaums ist in den alten Überlieferungen vieler Völker und in den verschiedensten Mythologien aufzufinden. Er soll symbolisch die Ordnung der jeweiligen Welt oder Welten verkörpern und die verschiedenen Ebenen miteinander verbinden. In den meisten vorwissenschaftlichen Kulturen gliedert sich diese Weltenvorstellung in Himmel- oder Götterwelt, Erdenwelt und Unterwelt. Die Weltenesche oder der Weltenbaum, wie Yggdrasil auch genannt wird, besteht in der germanischen Mythologie in einem vielseitigen Bezugssystem aus verschiedenen Bedeutungen und Symbolismen. So fungiert die Esche zum einen als Weltenbaum, indem sie die verschiedenen Welten miteinander verbindet und deren Mittelpunkt darstellt. Des Weiteren gilt Yggdrasil als Himmelsstütze, da die Zweige des Baumes, germanischem Glauben nach, das Himmelsgewölbe stützen und halten. Nicht nur als Weltenbaum, auch als Weltachse wurde die Weltenesche im Bedeutungshorizont der Mythologie bezeichnet und verstanden. Himmel, Mittelwelt und Unterwelt werden diesen Vorstellungen entsprechend durch Yggdrasil als Weltachse miteinander verbunden. Entspricht Yggdrasil auch einem Bild von Werden und Vergehen, einem natürlichen, in die Umwelt eingebundenen Kreislauf aus Leben und Tod. Einer germanischen Sage nach hängte sich einst Odin als Selbstopfer an Yggdrasil auf, um durch diese Tat Zugang zu dem Wissen zu bekommen, das unter den Wurzeln der Weltenesche verborgen liegt. In diesem Kontext kommt dem Baum auch die Symbolik eines Wissensbaums zu. In germanischer Vorstellung breiteten sich die Zweige Yggdrasils über das Himmelsgewölbe und die Erde aus. Die Wurzeln der Weltenesche erstreckten sich über drei Seiten, aus jeder Wurzel entspringt eine Quelle. Unterhalb der Wurzeln ist jeweils eine Welt angesiedelt, auf diese Weise sind Midgard, Utgard und Niflheim miteinander verbunden. Der Baum Yggdrasil gilt als immergrün und symbolisiert auf diese Weise Leben und Fruchtbarkeit. Zu Ragnarök jedoch beginnt die Esche endgültig zu welken und ist somit eines der vielen drohenden Anzeichen, die den Beginn der Götterdämmerung ankündigten und einläuteten. Yggdrasil beherbergt unterhalb der Wurzeln nicht nur verschiedene Welten, der riesenhafte Welten- und Lebensbaum beherbergt auch einige Tiere. Neben dem Eichhörnchen Ratatöskr, das den Stamm entlang läuft, gibt es den Drachen Nidhöggr an den Wurzeln des Baumes sowie einen Adler auf der Spitze. An den Ästen der Esche weiden vier Hirsche namens Dain, Dvalin, Dunaer und Duratroa, die Knospen des Baumes fressen. Ratatöskr ist in der germanischen Mythologie ein Eichhörnchen, das zwischen den Wurzeln der Weltenesche und ihrer Spitze hin und her eilt, indem es am Stamm empor und hinab klettert. Seine Aufgabe besteht darin, den Tieren, die ober und unterhalb des Baumes leben, zuzutragen, was der jeweils entgegengesetzte Widerpart geäußert hat. Auf diese Weise schürt Ratatöskr einen immerwährenden Zwist und symbolisiert dadurch die Feindseligkeiten, die immer wieder auf der Welt ausbrechen. Auf der Spitze der immergrünen Weltenesche thront ein Adler, der stetig damit beschäftigt ist, die Welt zu beobachten. Zwischen seinen Augen befindet sich ein Habicht, der für die Gestaltung des Wetters zuständig ist. Ratatöskr trägt als Bote dem Adler die angeblichen Aussprüche des Drachen Nidhöggr zu und sorgt auf diese Weise für den ewigen Zwist.
Nithöggr gilt als schlangenartiger und furchterregender Drache, der von unten an den Wurzeln Yggdrasils nagt. Auf diese Weise verursacht er dauerhaften Schaden am Weltenbaum. Des Weiteren gilt er als Neiddrache und ist der Widerpart zum Adler auf der Spitze der Esche. Das Eichhörnchen Ratatöskr trägt ihm zu, was der Adler angeblich über ihn äußert. Alte Geschichten sprechen von drei Quellen, die sich zu Füßen der Weltenesche befinden und unterhalb ihrer Wurzeln entspringen. Dabei handelt es sich um den Urzbrunnen, den Mimirsbrunnen und Hvergelmir. Jede dieser Quellen ist auf irgendeine Art und Weise mit dem Schicksal der Weltenesche verknüpft. Der Urzbrunnen heißt auch Schicksalsbrunnen und ist die Quelle, an der die Götter ihre Beratungen abhalten. In der Nähe des Brunnens steht der Saal, in dem die drei Nornen Urd, Verdandi und Skuld wohnen, die Geschicke der Menschen und der Götter in ihren Händen halten. Der Mimirsbrunnen gilt als Brunnen der Weisheit. Hüter der Quelle ist Mimir, der mit seinem Horn daraus trinkt. Mimir gilt deshalb als Weiser und wird von Odin zu Rate gezogen, als die Anzeichen für das nahen Ragnaröks beginnen. Hvergelmir bedeutet in altnordischer Sprache in etwa brausender Kessel und bezeichnet die dritte Quelle unter den Wurzeln Yggdrasils. Gemäß germanischen Vorstellungen haust in dieser Quelle der Neiddrache Nithöggr, der von unten am Wurzelwerk der Weltenesche nagt. Entspringen soll die Quelle im Zentrum von Niflheim bereits seit der Vorzeit, also bevor die Götter die Erschaffung der Welt vollendet haben. Ihr Wasser hatte sich in den Graben Ginnungagap ergossen, um anschließend in Form von klarem Eis und Reif auf Feuerfunken und glühende Hitze der Feuerwelt Muspelsheim zu treffen. Muspelsheim liegt südlich und ist der Gegenpart zum dunklen, eisigen Niflheim im Norden. Die Begegnung von Feuer und Eis sorgte für die Bildung des ersten menschlichen Lebens. Ja, Leute, ihr habt ja gerade die Kosmologie der flachen Erde euch angeschaut. Ich sag mal so allgemein, ist das sehr, sehr interessant, was diese ganzen uralten Mythen und Legenden beschreiben oder weitergegeben haben, Leute. Und zwar geht's ja, okay, das ist alles mythisch, nur wenn man die ganze Sache jetzt ein bisschen moderner ausdrückt, ne? Moderner ausdrückt, Leute. Es ist sehr wichtig, dass wir das auch verstehen. Das Baum des Lebens, Leute, ist nichts anderes als ein Konstrukt. Ein Konstrukt, in dem alles Leben und alle Reiche beinhaltet sind. Das heißt, die ganzen Scheibenwelten mit den verschiedenen Rassen, die da leben, sind unter einem Kuppel. Das heißt, einem Konstrukt. Und wenn wir jetzt hier die verschiedenen mythologischen Dinge uns anschauen, zum Beispiel diese Schlange, das sich um den Baum windet, ihr wisst ja selber, das ist ja sozusagen an dem Symbol des Ouroboros. Und der Ouroboros ist ja auch bekannt als der Erneuerer und der Zerstörer. Das heißt, er ist eine Schlange, der sich selbst in den Schwanz beißt. Das heißt, das ist eine Wiederholung des Seins, des Lebens. Und darum ist der sozusagen am Baum des Lebens umschwungen, weil dieser Ouroboros alle diese Scheibenwelten verbunden ist, weil alle diese Scheibenwelten sich irgendwann wiederholen. Wie so eine Art ewige Zeitschleife, Leute. Und diese Schlange, das da am Baum nagt, ist diese Energie, das von diesen ganzen Scheibenwelten weggenommen wird, sozusagen gesaugt wird. Und das ist wie so eine Art Elektrizität, das gerade, sagen wir mal ganz einfach ausgedrückt, einen Videorekorder am Laufen hält und der Film läuft da drin sozusagen bis zum Ende, dann spult sich das zurück und dann fängt das von vorne an, ganz einfach ausgedrückt. Und so genau ist auch die Kosmologie der flachen Erde, Leute. Wir befinden uns in einem Konstrukt, wo alles sich wiederholt, wie so eine Art ewige Zeitschleife, auch die Wesen, die über uns wohnen, das heißt in einem anderen Scheibenwelten, sind genauso dieser eigenartigen, ewigen Wiederkehr.
Care unterlegen, Leute. Das heißt, egal ob das bei uns ist, das heißt, unser, das ist ja sozusagen die Mittelerde, ihr könnt ja auch die ganzen Geschichten über da hin und her. Das heißt, zum Beispiel Ragnarök ist ja nichts anderes als das Ende, die Auflösung des alles Seins. Das heißt, es ist das Schlusspunkt, der Film endet und da wird alles zerstört, sagen wir mal, so ist das so geschrieben, und dann fängt das irgendwann wieder vorne an. Das heißt, es ist eine ewige Aufbau und Zerstörung, Leute. Ne? Das heißt, dieser Film endet irgendwann mit der Zerstörung alles Seins und irgendwann fängt das wieder von vorne an. Und das ist der Fluch unser Schicksalsleute. Wenn sich einige fragen, na, was soll das? Wie ist das möglich, dass wir immer wieder kommen? Das heißt, wie kann der Mensch sozusagen, wenn er einen Körper hat, der stirbt, dann ist er doch tot. Die Seele geht doch in anderen Ebenen. Nein, Leute, diese Schwachsinn, sorry, dass ich das sage, das ist einfach alles Schwachsinn, Leute. Es geht darum, dass wir uns in einer Art Konstrukt befinden. Und wenn man jetzt komplett daneben ist und total übertreibt, würde ich sogar sagen, das ist eher so eine riesige PC, so eine riesige Computeranlage, in der wir uns befinden, das sozusagen unser Leben bestimmt. Vielleicht, Leute, das ist ja total übertrieben, besteht die Möglichkeit, dass wir nichts anderes sind als Programme, die so eine Art Festspeicher, einem Speicher sondern gespeichert sind, und diese Speicher sozusagen jedes Mal, wenn das Leben von vorne beginnt, aktiviert wird und wir unser Programm durchlaufen lassen, Leute. Ne? Ich meine, ihr kennt ja sozusagen, in letzter Zeit gibt es ja so von der EU-Richtlinien, dass die versuchen, ein Reset herbeizuführen. Das heißt, die Geschichte, was wir jetzt haben, wird enden, Leute. Nach dem Corona-Zeit, wenn alle Menschen geimpft sind, wird eine neue, ja, eine neue, nicht für uns goldene Zeitalter, sondern es wird etwas passieren, dass die Menschheit sozusagen mit digitalen Netzwerken verbunden werden, Leute. Das ist ja, es, die EU mit ihren ganzen hohen Beamten haben das schon irgendwie schon bearbeitet, dass das passieren soll. Das heißt, irgendwann wird der Mensch sich mit dem Computer verbinden und dann gibt es so eine Art Bewusstseinserhöhung, sagt man immer. Da sagen die, ja, die Leute, was das komisch ist, die sagen sogar, die wären imstande, das Gehirn zu lesen, das Bewusstsein zu lesen. Das heißt, alles, was du denkst, wird von einer Datenbank gelesen. Da können wir schauen, ob du irgendwie böse Gedanken hast, ob du irgendwelche kriminelle Handlungen machst. Da sind wir direkt vor der Tür und dann nehmen die Schmerz sozusagen. So weit denken diese Leute. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir echt gedacht, wenn ich schon so weit, wenn ich schon was so können mit Gehirn, Gedanken lesen, alles drum und dran, dann haben wir auch die Möglichkeit, Leute, da haben wir auch die Möglichkeit, unser Gehirn, unser Bewusstsein zu speichern. Das heißt, jede Gedanke, was wir von uns geben oder was wir denken, wird direkt in irgendwelchen Datenbanken gespeichert. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn alle Menschen so ein bisschen zertot sind, besteht die Möglichkeit, nach meiner Meinung, das ist nur eine Hypothese, Leute, ne, dass die gespeicherten Daten von uns in irgendeinem Computersimulation laufen lassen. Das heißt, wir sind ja sozusagen gespeichert, sind ja nichts anderes Programme, und die lassen das sozusagen in einer Art Computersimulation laufen. Da frage ich mich natürlich, besteht die Möglichkeit oder kann es sein, dass wir in diesem Ort, in dem wir uns jetzt befinden, nichts anderes sind als Programme. Das heißt, unser wahres Ich, das echt mal existiert hat, ist schon längst tot, Leute. Und alle Menschen, die existieren, sind nichts anderes als Programme, die mal in einem echten Welt, sag ich mal so ganz einfach ausgedrückt, in einem riesigen Festspeicher übertragen worden sind. Und seitdem lassen die uns eine ewigen Wiederkehr, das heißt eine ewigen Zeitschleife, immer wieder durchlaufen. Das heißt, allgemein gesagt, wir wären nichts anderes als Programme in diesem sogenannten Konstrukt, in dem wir uns jetzt befinden, Leute. Ja, ich weiß, das hört sich ja total blöd an oder total übertrieben, aber wenn man davon ausgeht, dass man in Computersimulation lebt, ne, und wenn wir keinen echten Körper außerhalb haben oder mit diesem Simulation verbunden sind, da fragt man sich natürlich, wenn wir in einer Art Computersimulation leben, ja, wo kommen denn diese ganzen Gedanken her, warum bin ich der und jenes?
Und dann kommen andere, ja, da hat das irgendjemand erschaffen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser sogenannte Computer-Genie geschafft hat, Milliarden von sogenannten Programmen zu erfinden. Ne? Da müssten sich ja alles gleich sich bewegen und sich gleichen Gedanken haben. Nein, jeder sogenannte Mensch ist sehr unterschiedlich, die haben eigene Gedanken. Und ich gehe davon aus, dass wir mal vielleicht mal existiert haben und dass die unser Gedanken, unser Bewusstsein bis zum Tod aufgezeichnet haben und dann in einem Konstrukt wie diesen Weltenbaum sozusagen, in dieser Simulation abspielen lassen, ohne dass wir überhaupt eine Ahnung haben, dass wir nur Programme sind und in einer Dauerschleife leben, Leute. Wie gesagt, das ist nur eine Hypothese, ihr müsst euch nicht darüber viel Gedanken machen. Auf jeden Fall, es gibt eine kosmologische Ansicht von der flachen Erde. Und das habt ihr gerade gehört, das hat mit dem Weltenbaum zu tun, mit diesen ganzen verschiedenen Welten, die übereinander aufgereiht sind, Leute. Und wenn ein anderer sagt, ja, das ist doch alles nur Märchen, da frage ich mich, wieso ist das Märchen, wenn fast jede Kultur, was damals existiert hat, über diese Gedanken gemacht hat. Das heißt, deren Glaube über diese Kosmologie hing mit diesem ganzen Weltenbaum ab, mit diesem Kuppel darüber. So, da fragt man sich natürlich schon, wie kommen diese Leute überhaupt auf diese Gedanken? Zum Beispiel, woher kommen diese Gedanken von diesen Pygmäen, von denen man noch nie was gehört hat? Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, es gab Kulturen, die, was weiß ich, in welchen abgelegenen Orten gelebt haben. Selbst deren Kosmologie, deren Glauben hat komischerweise mit dem Weltenbaum, mit diesen ganzen Kuppelanlagen zu tun. Also ist das unmöglich, dass der Mensch allgemein in früheren Zeiten sich überhaupt sowas sich einbilden konnte. Ne, Leute, es ist schon sehr, sehr interessant und ihr könnt euch ruhig Gedanken darüber machen. Auf jeden Fall, die flache Erde hat eine eigene Kosmologie und da kann jeder kommen und irgendwelche Blödsinn erzählen. Auf jeden Fall, macht euch selber darüber Gedanken, Leute. Die flache Erde ist vielleicht realer als dieses Universum, Leute. Das war's für heute. Ich danke euch und tschüss.